Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in ein sehr, sehr teures Schätzelein hinein, und zwar in Space NK Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der hat 288 € gekostet, das Ganze hat ein bisschen gedauert, bis er bei einem angekommen ist, und in der Zwischenzeit dürfte der sogar schon leider ausverkauft sein. Wir sollen hier aber einen Warenwert von 1200 Pfund drin haben. Das sind ungefähr 1400 €. Und ja, das ist natürlich der Wahnsinn, ne? Also sehr, sehr hochpreisig, das Ding. Man musste irgendwie über irgendwas bei der Deutschen Post das Ganze auch freigeben, sodass es dann auch verzollt werden konnte. Und das ist alles sehr, sehr abgefahren. Und wenn ihr auch eine zweite Meinung hören möchtet, dann schaut super gerne nach meinem Video bei dem von der wundervollen Nicole von Chiquitas Place vorbei, denn die stellt ihn gerade auch vor. Ich finde ihn sehr hübsch. Also ich mag dieses Grün, ich mag dieses Pink. Das ist für mich persönlich auch mal ein bisschen was Besonderes bei Adventskalendern. Das Ganze führt sich in dem Adventskalender auch so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr nice, ne? Also das hat man gerne in der Adventszeit bei sich so stehen. Und solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Die Erwartungen an diesen Adventskalender sind natürlich sehr hoch. Bei dem Preis darf das auch so sein, weil, alter Schwede, das ist sehr viel Kohle. Da muss man echt lange für arbeiten. Wir starten hier am 1. Dezember. Hier steht auch ein bisschen was drauf, was an die Produkte quasi angelehnt sein könnte. Und es passt auch tatsächlich, denn hier haben wir auch was von Sol de Janeiro drin enthalten. Brazilian Crush Cerosa 62. Das ist ein Body Spray oder ja so ein Parfüm halt, ne? 90 ml sind hier drin. Finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe den Duft. Ich finde einfach diese Salted Caramel und Pistazie, was da so drin ist, so angenehm. Also mega nice, und falls es einem leidig abgehen sollte, dass man den nicht mehr bekommen kann, das dürfte in der kleinen Version auch im Look Fantastic Adventskalender drin sein. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Hier haben wir jetzt den 2. Dezember und es stand online auch komplett drin, was in dem Adventskalender zu finden ist, was ich auch sehr, sehr gut finde. Okay, hier haben wir auch schon mal eine Packungsbeilage, ne? The Cream Cleanser von Skin Rocks. Das sagt mir persönlich jetzt nichts. 125 ml sind hier drin und das soll für alle Hauttypen geeignet sein. Ich finde auch, dass Gesichtsreinigung immer so der erste Schritt sein sollte von der Gesichtspflege, weil erstmal muss der ganze Schmodder runter, damit wir auch was Neues, Pflegendes auf unser Gesicht geben können. Und ja, genau, morgens und abends auch, ne? Also morgens habe ich auch, also da habe ich vor allem also ganz schön viel, was vorher vielleicht irgendwie, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich würde in diesem Adventskalender übrigens nicht unbedingt gerne sehen, dass wir hier so kleine Größen drin haben. Das soll schon Full Size sein, meiner Meinung nach. K18 ist hier mit dabei. Das ist ein Produkt, was viele sehr feiern. Das ist so eine Leave-In Molecular Repair Hair Mask mit 50 ml. Super gehypt. Viele stehen da total drauf. Ich glaube, da geht es hauptsächlich um Keratin, ne? Und habe ich jetzt so für mich noch nicht ausprobiert. Ich habe gehört, dass es auch für gefärbte Haare mega gut sein soll. K18 muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit der Marke mal in die Kommentare rein. Hier haben wir die Nummer 4 und da sieht man echt, wie groß dieser Adventskalender ist, wenn ich so daneben sitze, ne? Das ist nicht klein, das Ding hier. Und ja, auch hier steht was Schönes zu dem den Produkten drauf. Summer Fridays und wow, Rare Beauty. Zwei Schätze erwarten uns hier. Einmal habe ich die Lip Butter Balm Geschichte hier drin. Brown Sugar, 15 Gramm von Summer Fridays. Da meine ich, dass wir auch schon mal was in einem anderen Adventskalender gefunden hatten von der Marke, beziehungsweise in dem Segment, Lippenbuttertechnisch mäßiges, ne? Hallo? Das ist hier sehr gut festgehalten. Genau, das ist nämlich so eine Tube und das ist so eine leicht getönte Lippenbutter, was ich auch sehr, sehr schön finde, weil das dann halt nicht zu intensiv ist und man kann das halt schön für den Alltag auch verwenden. Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden, dass wir das hier drin finden. Und auch ganz interessant, dass es zusammen mit einer weiteren Lippensache hier drin ist. Soft Pinch Wheel Tinted, steht das auf Englisch? Hier, Soft Pinch Tinted Lip Oil in der Farbe Hope. Ich glaube, das ist ein sehr gehyptes Produkt. Das sind 3 ml. Müsste eine Originalgröße sein, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und das ist natürlich wunderschön, ne? Ich mag diese Verpackung von Rare Beauty sehr gerne leiden. Und Lippenöle mag ich auch wirklich gerne. Hier ist die Frage, hätte man beides zusammen in dem Adventskalender gebraucht? Nein. Ist es cool, dass beides zusammen in einem Kläppchen drin ist? Ja.
Der 5. Dezember fühlt sich so an, als würden wir hier auch ein bisschen Pflege wieder drin erwarten dürfen. Und das haben wir auch. Medicaid. Hydrate B5 Intense Hyaluronsäure mit NMF. Replenish and Boost 30 ml. Ich glaube, das ist ein Serum. Das heißt, mit dem Provitamin B5, was dann ja auch so ein bisschen reparierend ist, ne? Und die Hautbarriere quasi stärkt, haben wir das. Ich glaube, das können auch wirklich alle Hauttypen verwenden. Das finde ich richtig nice. Gerade für den Preis. Ja, sie reimt mal wieder. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus. Ich glaube, in Großbritannien sieht das etwas anders aus. Dennoch haut dieser Adventskalender gleich zwei Produkte hinaus. Und zwar haben wir einmal von Chantecaille Cheek Gelee Hydrating Gel Cream Blush. Sehr nice. 21,62 ml. Entschuldigung. Chantecaille ist eine super, 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 super teure Marke. Vibrant ist hier die Farbe. Da habe ich auch schon das ein oder andere von mir mal gekauft, aber den Blush, vor allem in so groß, noch nicht. Und das finde ich sehr spannend. Den möchte ich ausprobieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist natürlich hier noch zu. Mache ich hier mal diese Folie oben ab. Chantecaille ist so teuer und ich sehe es immer wieder halt auch zum Beispiel bei Look Fantastic oder so, ne? Und schleiche da immer so drumherum, aber dennoch freue ich mich, dass ich da immer mehr von testen kann, eben durch die Adventskalender, durch Kooperationen mit Firmen, die das halt auch führen, ne? Okay, der ist schön. Der ist sehr stark parfümiert. Das riecht gerade sehr alkoholisch auf meiner Hand, ne? Also es ist schon hübsch. Ob man das von so einer teuren Marke braucht, keine Ahnung. Aber ich habe es hier mit drin und ich freue mich einen Keks und ich finde es toll. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Freue ich mich drüber. Und dann haben wir hier von Rodale den Glass Highlighter mit drin in der Farbe Champagne Glow. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Da muss ich nochmal gucken. Ich meine, dass ich den schon mal hatte. Weiß ich nicht. Nee, ich hatte mal einen mini kleinen Concealer davon, aber noch nicht als Highlighter. So schaut er auf jeden Fall aus. Ja, nicht schlecht. Der wird auf jeden Fall auch mal ausprobiert, falls ich ihn nicht schon habe. Da muss ich nochmal gucken. Das dürfte jetzt eine kleine Geschichte sein, aber ganz ehrlich, das sind zwei hochpreisige Marken in einem Kläppchen. Dann ist es auch für mich vollkommen in Ordnung. Direkt darunter befindet sich der 7. Dezember. Ich habe mich erst gefragt, wo ist die Nummer 7 geblieben? Liebe ich, wenn das hier so reinpasst, ne? Supergoop Glow Screen. Finde ich großartig, einen Sunscreen hier mit reinzupacken, denn auch im Winter braucht man einen. Das musste ich meiner Mom eben auch noch erklären. Hydrating Glowing Sunscreen Primer. 50 ml sind hier drin, also du kannst es wirklich als Primer auch verwenden. Das finde ich doch mal richtig praktisch. Ich meine, dass ich den in der kleinen Größe da habe oder mal hatte. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Oder er war in einem anderen Adventskalender drin. Wird auf jeden Fall dann auch in einem Schminki getestet, denn natürlich allerhand Produkte gehen weiter, aber ein paar Produkte bleiben, die ich dann natürlich mit euch zusammen austeste in so Full-Face-Beauty-Boxen oder Full-Face-Adventskalender-Schminkis, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das hat sie auch gemacht, indem sie hier direkt die 13 auch runter katapultiert hat. Hier sind zwei Produkte auch wieder drin. Einmal von The Ordinary ist das Multipeptide- und Hyaluronsäure-Serum mit 30 ml. Ja, da hast du halt schön die Peptide auch mit drin enthalten, damit die Hautbarriere hergestellt wird wieder oder sie stärkt, ne? Und das finde ich wirklich schön. Ein Produkt, was man sich dann auch wirklich ganz gut nachkaufen kann, wenn man das sehr gerne mag, weil das gar nicht so sack teuer ist. Und dann von Laneige Bouncy and Firm eine Sleeping Mask Plump Hydrate Glow. Sehr schön. 25 ml sind hier drin enthalten. Okay, im Prinzip haben wir ja schon zwei quasi getönte Lippenpflegeprodukte, aber die sind dann eher für tagsüber und das hier ist dann für nachts gedacht. Und ist in der Originalgröße, in einem Glastiegel. Das finde ich schön. Aber noch mehr für die Lippen bräuchte ich jetzt theoretisch nicht unbedingt. Vielleicht einen Lippenstift, aber alles andere wäre ein bisschen zu viel, finde ich. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Schweres freuen. Oh, das ist richtig krass. Das ist nämlich von Sunday Riley, eine sehr teure Marke. Vitamin C Turmeric Evening Prime Rose Oil, also ein Nachtrosenöl. CEO Glow, ja. Das ist abgefahren. Da sind 15 ml drin. Das ist auch noch richtig schön verschweißt. Das ist einfach super, super, super hochwertig, hochpreisig, wie auch immer. Finde ich einfach crazy, dass wir das hier so drin finden. Das sieht einfach so crazy aus. Guckt euch das mal an, ne? Wie das hier auch präsentiert wird. Ist natürlich aus Glas und sehr, sehr edel. Das finde ich schön.
In der Nummer 10 darf es ebenfalls wieder etwas schwerer weitergehen mit 3 Produkten. Okay, da ist es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn dann auch mal kleinere Sachen drin sind. Zum Beispiel hier die Black Rose Cream Mask von Sisley. 10 Milliliter sind hier drin. Ja, die habe ich auch schon mal ausprobiert und ich fand sie wirklich gut. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil dafür ist sie leider viel zu hochpreisig, muss ich gestehen. Dann haben wir hier von Sisley auch noch eine Nachtmaske drin enthalten. Die kannst du zum Beispiel auch super als Nachtcreme verwenden. Ne? Velvet Sleeping Mask mit Safranblüte und da sind auch wieder 10 Milliliter drin enthalten. Genau, also das ist sehr, sehr hochpreisig, aber sehr, sehr schön. Das, was ich so bislang ausprobiert habe. Und dann haben wir hier von Tatcha The Serum Stick drin enthalten. Wir haben ja schon allerhand Serien hier drin gehabt. Das hier ist dann quasi das 4. Serum und so schaut das Produkt einmal aus. Das scheint dann auch wirklich ein Stick zu sein, wenn ich das, ja, stand ja drauf, ne? Mal gucken, vorsichtig öffnen, hoch, ja. Und damit kann man dann über sein Gesicht fahren, um das Serum auf das Gesicht zu bringen. Tatcha ist eine sehr, sehr teure Marke. 8 Gramm sind hier drin, den Preis habt ihr eingeblendet gesehen. Ja, ne? Genau, also sind für mich jetzt auch genug Serien. Squalane sind hier vor allem drin enthalten, aber auch irgendwie so ein Reiswachs, Bienenwachs und so. Der 11. Dezember, falls ihr übrigens auch Bock auf richtig geile Skincare habt, ne? Schaut gerne bei Dalton vorbei, da habe ich gerade den Code SUPERCLAUDY für 20% Rabatt, wenn ihr möchtet. Und auf die Boxen, die jetzt gerade von Simone und Monique rausgebracht wurden, gibt sogar 25%. Das ist auch richtig geile Skincare und ja, made in Germany, also mega, mega nice. Kann ich wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Ich habe jetzt hier am 11. Dezember, ja, die erste Schnapszahl, etwas von Kate Somerville drin enthalten. Exfoliate, Intensive Exfoliating Treatment. Da sind 60 Milliliter drin enthalten und ich denke, dass das hier dann auch ein chemisches Peeling sein wird. Das lässt du auch irgendwie nur 2 Minuten drauf, genau. Und das ist mit Milchsäure und so. Also da gehe ich von aus, dass es so in PHA oder AHA Richtung gehen wird. Das muss man sich mal anschauen, ne? Aber auch schön, dass die am 11. Dezember das Peeling mit reinpacken. So hat die Haut ein bisschen die Möglichkeit, sich auch darauf einzustellen, das Peeling kennenzulernen und dass man halt wirklich bis Heiligabend auch sehr, sehr nice aussehen kann. Da wir bei diesem Adventskalender 25 Kläppchen haben, ist der 12. Dezember noch nicht die Halbzeit. Also es hagelt hier wirklich auch sehr, sehr krasse Produkte, aber leider sehr viele Serien. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn man sagt, okay, wir packen 3 pro Kategorie in einen Adventskalender rein. Gut, hier sind auch immer mehrere Produkte pro Kläppchen oder öfters, ne, mit drin. Wir haben hier nämlich schon wieder ein Serum. Das ist halt auch wieder ein Vitamin C Serum von Naturium. Ja, 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. So hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht für sich kennenzulernen, welches Vitamin C Serum sagt einem selbst am meisten zu. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit. Es ist hier auch richtig hochwertig gemacht. Das ist hier auch aus Glas und dann nochmal irgendwie eine Beschichtung drumherum, ne? Das ist schon schön, aber wie gesagt, für mich persönlich fehlen hier noch ein paar Kategorien. Die könnten jetzt gerne weiter so ausgeweitet werden, weil irgendwie fehlt mir die Abwechslung ein bisschen. Die Nummer 13 ist jetzt die tatsächliche Halbzeit von dem Adventskalender und hier haben wir drin enthalten von Lisa Eldridge Luxuriously Lucent Lip Color, einen Lippenstift mit 3,5 Gramm in der Farbe Painterly. Das ist einmal dieser hier. Wir hatten auch schon einen Lisa Eldridge Lippenstift, ich meine, in dem Niche Beauty Adventskalender drin. Da weiß ich jetzt nicht, ob das die identische Farbe ist. Das muss ich nochmal herausfinden. Ja, an manche Dinge kann man sich dann doch irgendwie erinnern, falls das überhaupt stimmt, was ich hier gerade erzähle. Ich fand den auf jeden Fall echt hübsch, ne? Wunderschön, sehr, sehr hochwertig. Habe ich damals auch schon öfters gesehen bei Franka's Favorites oder auch bei, oh, was eine tolle Farbe. Eine sehr schöne Alltagsfarbe ist das. Das begrüße ich ja sehr, ne? Oder bei Jenny's Highlights habe ich da auch schon öfters mal was von gehört. Das ist ein etwas dunklerer Farbton, der sehr schön zum Adventskalender passt. Aber halt nicht so ein klassisches, es schließt magnetisch, Weihnachtsrot oder so, ne? Sodass man die Farbe auch wirklich ganzjährig tragen möchte. Schauen wir mal in die Nummer 14. Die ist wieder sehr groß und sehr schwer, weil hier auch einfach mal 3 Produkte wieder drin enthalten sind. Da haben wir einmal das Olaplex Nummer 7, das Bonding Oil drin enthalten mit 30 Millilitern. Da habe ich gehört, dass es theoretisch alle verschiedenen Haartypen so verwenden kann, können, dass es relativ egal ist, ob du jetzt gefärbte Haare hast oder so wie ich halt naturblonde Haare. Dann haben wir von Amika Dream Routine Overnight Hydration Treatment 30 Milliliter. Da würde ich auch mal davon ausgehen, dass es ein Leave-In für die Nacht ist und man das dann halt dementsprechend ja, über Nacht einwirken lassen kann, vielleicht morgens ausspülen oder so.
Weiß ich nicht. Du machst es auf jeden Fall in die Hände. Genau. Du musst es morgens nicht ausspülen. Das ist schön, ne? Mag ich auf jeden Fall. Also da gehe ich wirklich von Haaren aus. Und hier haben wir noch was drin enthalten von Hair by Sam McKnight. Happy Endings, ein Nourishing Balm mit 30 Millilitern. Auch hier wieder ein bisschen Haarpflege. Also haben wir hier ein wunderschönes Haarpflege-Büchslein erwischt, damit die Haarspitzen halt wieder schön gemacht werden. Also auch die Nummer 15 ist verheißungsvoll schwer und immer so schön groß. Also zum Wiederbefüllen ist dieser Adventskalender ein Träumchen. Hier haben wir noch was zum Peelen mit dabei. Wir hatten ja eben quasi PHA und AHA. Das hier ist jetzt BHA gegen Unreinheiten, wie hier zum Beispiel, weil ich meine Tage habe. Exfoliate von Paula's Choice, das Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Da sind 118 Milliliter drin enthalten. Und hier steht zwar drauf, dass man das auch auf der Haut lassen kann. Ich empfehle halt jedem, schaut euch gerne mein Video zu Peelings dazu an, ne? Dass man sich langsam oder seine Haut langsam auch an solche Sachen gewöhnt, um einfach zu schauen, wie die Haut das verträgt. Also ich persönlich würde es halt erst ein bisschen einwirken lassen und abwaschen und dann halt meine Haut beobachten. Der 16. Dezember ist auch wieder schön schwer und da ist etwas Riesiges von Milk Makeup drin. Und zwar Hydro Grip Primer. Yay! 45 Milliliter sind hier drin. Das ist ein Produkt, was mal super krass im Hype war. Ich hatte ihn nie da. Ich habe immer nur dann die günstigen Alternativen dazu gesehen, aber ich habe nie den Primer an sich in den Händen gehalten. Und jetzt ist mein erstes Mal mit ihm. Es ist im Prinzip der zweite Primer sogar in diesem Adventskalender, aber ich freue mich sehr darüber. Werde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren und bin gespannt, ob wirklich so gut performt. Ich kann mir vorstellen, mit einer Foundation, die sehr deckend ist oder so, wie zum Beispiel die von House Labs oder so, die ich gerade in meinem Gesicht habe, kombiniert mit der Dalton BB Cream. Eine wunderschöne Kombination, wie ich gerade finde. Muss ich mal ausprobieren. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember am Start und der fühlt sich leicht an und das ist dekorative Kosmetik drin enthalten. Hourglass Ambient Lighting Blush, das sind 1,3 Gramm und wir haben die Farbe Luminous Flush und ich glaube, das ist eine sehr beliebte Farbe und ja, hier hinten sehen wir ihn auch. Den packen wir doch einfach mal ein bisschen aus. Ich meine dadurch, dass ich halt die ein oder andere Palette von Hourglass mir mal gekauft habe, dass ich ihn habe. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn ich ihn habe, habt ihr Glück, weil dann wird er demnächst mal verlost. Das muss ich mal gucken. Und ja, sieht sehr schön aus und ich mag das sehr, sehr gerne. Oh mein Gott, ist der hübsch. Ja, ne? Das ist wirklich ein sehr schöner Blush. Ist aber sehr, sehr hell. Also ich glaube, Leuten, die jetzt nicht unbedingt meinen Teint haben, wird das nicht ganz so gut gefallen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember ist so groß und hier sind zwei bzw. mehr als zwei Produkte dran enthalten, also drei, weil bei dem Yves Lom Cleanser mit 30 Millilitern, den wir hier haben, ist auch noch ein entsprechendes Reinigungstuch mit dabei. Das ist ein Abschminkbalsam, verwende ich so gerne zum Double Cleansing, dass ich erst sowas verwende und danach dann quasi sowas, ne? Und damit bekomme ich halt wirklich alles runter und dann halt dieses Tuch, was auch so ein bisschen magnettechnisch alles an Make-up-Partikeln aufnimmt. Richtig schön. Ich habe auch mal gehört, dass es super sinnvoll sein soll. Selbst wenn man sich über Tag nicht geschminkt hat, aber trotzdem Lichtschutzfaktor zum Beispiel verwendet hat, sich abends auch ein Double Cleansing zu gönnen oder seine Haut vielmehr, damit auch wirklich alles runterkommt. Und dann haben wir hier von Space NK selber etwas drin enthalten. Nordic Wilds Body Wash und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Das kenne ich jetzt so noch nicht. Hört sich für mich auf jeden Fall sehr waldig an. Und das ist es auch. Also ein eher ja, Unisex-Duft, der ein bisschen nach Tanne oder so riecht. Stimmt, wir hatten auch noch nicht irgendwie was zum Körperwaschen mit dabei, ne? Das fehlt halt komplett. Bislang haben wir uns nur so im Gesicht aufgehalten und an den Haaren, also am Kopf. Mal gucken, ob uns am 19. Dezember noch etwas mehr für den Körper über die Füße läuft. Es kommen auf jeden Fall drei Produkte hierher. Zuallererst habe ich hier von Charlotte Tilbury Pillow Talk Color Chameleon Color Morphing Eyeshadow Pencil. Oh, in der Farbe Pillow Talk. Das ist so ein Klassiker. Vielleicht für diejenigen, die eher so zurückhaltende Looks mögen, eine ganz schöne Sache. Also dafür sind eigentlich diese Eyeshadow-Stacks von ihr richtig gut geeignet. Ne? So schaut ihr immer aus. Das ist auch eine Originalgröße, würde ich jetzt mal so tippen, mit 1,6 Gramm. Und den kann man sich halt komplett auf die Augen so drauf machen. Ist ein anspitzbarer Stift, um ja einfach so ein kleines Highlight zu schaffen, die Augen so ein bisschen zu betonen. Vielleicht ein bisschen Bronzer in die Lidfalte oder so. Und damit hat man auf jeden Fall einen schönen Look dann schon mal gestaltet. Einen schönen Alltagslook, sofern es denn bei einem hält. Ne? Dann haben wir hier auch noch drin enthalten von COSAS Airbrow Clear Lift. Oh,
Clear Lifting Treatment Gel mit Lamination Effekt. Da sind 4 Gramm drin. Sowas sage ich immer wieder bei Adventskalendern. Leute, es wäre ein Träumchen, wenn ihr einfach klare Augenbrauenprodukte reinmacht. Weil so kann jeder, egal welche Haut- und Haarfarbe man so hat, das Produkt verwenden. Und das sieht ja mal richtig schön aus. Ich habe jetzt auch aktuell in Anwendung von COSAS dieses Lippenöl. Ne? Ach, guck mal, wie holographisch das aussieht von der Verpackung her. Aber es ist einfach ein klares Augenbrauengel, was gerne mal ausgetestet werden möchte. Weil so kann ich natürlich noch nicht so viel dazu sagen. Und dann gibt es sogar noch ein drittes Produkt hier drin von Ilia. Die Limitless Lash Mascara. Das ist ja mal crazy. After Midnight. Das dürfte auch eine schwarze sein. Das finde ich richtig abgefahren. Ich glaube, ich hatte die mal in der Kleingröße. Da war die sehr, sehr trocken. Da weiß ich jetzt hier natürlich nicht, wie die so ist. Ilia ist, glaube ich, auch so ein bisschen naturkosmetikmäßig unterwegs. Ne? Nee, die ist definitiv nicht trocken. Ja, riecht halt einfach nach Mascara. Die hat eine Gummibürste und auf der einen Seite wirklich lange, gerade Borsten und auf der anderen Seite ist das Ganze so ein bisschen erdnussförmig gestaltet. Sehr, sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Auch die Nummer 20 ist wirklich sehr schwer und hier ist was Großes drin. Wow, ein Riesentiegel. Ein Riesentiegel, das ist ja crazy, habe ich noch nie gehabt. Von Drunk Elephant, Lala Retro Whipped Cream. Rescue and Recover mit Ceramiden, 6 afrikanischen Ölen, 50 Milliliter. Ich liebe Ceramide, meine Haut fährt total drauf ab. Und ich hatte von Drunk Elephant bislang eher immer so diese kleinen Geschichten mit drin. Und das finde ich jetzt mal so geil. Das möchte ich mal ausprobieren, den betrunkenen Elefanten in meinem Gesicht. Die Nummer 21 ist jetzt hier in meinen Händen. Mal sehen, vielleicht werden wir hier das Blatt nochmal wenden. Aber in welche Richtung, man weiß es nicht. Sude Soft Tip Touch Lip Cream. Ja, es ist doch ein bisschen, nee, das hätte, nee, muss eigentlich nicht sein. Also wir haben eigentlich genug Lippenprodukte hier drin, ne? 6 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Jet, ja. Ich weiß jetzt nicht, ist die Farbe Sude oder G-Sude? Weiß ich nicht. Glossier? Weiß ich nicht. Ich kenne die Marke jetzt so noch nicht. Manche Marken sind ja auch ein bisschen unbekannter hier bei uns, ne? Und sind dann eher so im englischsprachigen Raum richtig abgehend. Ne, Glossier scheint die Marke zu sein. Das scheint aber ein Liquid Lipstick zu sein in der Farbe Jet. Den lasse ich jetzt auch einfach mal zu, weil ansonsten, ne, habe ich den überall. Fühlt sich super hochwertig an und hier haben wir ein klassisches Weihnachtsrot. Die zweite und letzte Schnapszahl ist hier der 22. Dezember und dann gucken wir mal, oh, das sieht ja, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Augustinus Bader mit 15 Millilitern, das wird natürlich jetzt einen derben Preis nach oben geben. The Serum with TFC8, ja, das ist einfach mal das Serum scheinbar. Wir kennen ja schon die Gesichtscremes, die hatten wir auch öfter schon in den Adventskalendern drin, die ich übrigens sehr, sehr nice finde. Also die finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Und wenn das Serum halt genauso gut ist, dann finde ich das großartig. Hier muss ich noch ein bisschen schauen, was die Inhaltsstoffe so alles sind. Ne? Witzigerweise ist es übrigens formulated in Germany, made in France. Das ist wirklich witzig, das wusste ich gar nicht. Aber halt leider wieder ein Serum, ne? Sodass dann hier die Abwechslungsgeschichte nicht ganz so gegeben ist. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier was Schweres drin. Ich würde mich freuen, wenn wir hier vielleicht, ja, wobei Duschgel hatten wir schon. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht eine Bodylotion oder so, aber hier ist was drin. Von Color Wow Extra Strength, also das ist nochmal eine Stufe härter scheinbar. Der Dream Coat mit 200 Millilitern, ein extrem gehyptes, beliebtes Produkt, was ich auch schon verwendet habe und sehr, sehr empfehlenswert finde, sehr gerne mag. Kann man am besten verwenden, wenn man halt quasi sich frisch die Haare gewaschen hat, dann gibt man das so in die Länge und Spitzen rein und föhnt die Haare dann richtig schön glatt, dann glänzen die immens, ne? Also das ist halt wirklich wie foliert und das ist schön, dass es hier mit drin ist. Ich glaube, es freut viele. Ich bin jetzt mal gespannt, was Heiligabend hier im Adventskalender auf uns wartet. Es ist leicht, wird vielleicht dekorative Kosmetik sein. Also es fehlt noch das ein oder andere Produkt, um diese ganze Geschichte so ein bisschen abzurunden. Ne? Hier haben wir von DS & Durga ein Eau de Parfum I Don't Know What drin. Das kommt mir auch gerade sehr bekannt vor, 7,5 Milliliter. Ich meine, dass wir das auch in einem anderen Adventskalender schon drin hatten. Hier blende ich euch selbstverständlich die Duftnoten ein. Hätte mich natürlich bei dem Preis des Adventskalenders gefreut, wenn wir hier ein bisschen mehr drin gehabt hätten. Ich gehe aber davon aus, dass das hier relativ teuer ist, ne? Ja, das ist so ein Duft, der hat auch irgendwas von diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Komponenten mit dabei, die so chemisch quasi erzeugt werden. Das ist nicht ganz so meins. Also das mag ich leider nicht ganz so gerne.
Hier habe ich jetzt den 25. Dezember. Also, was uns definitiv noch fehlt, meiner Meinung nach, wäre irgendwie ein Toner. Den hatten wir jetzt so noch nicht mit dabei. Wir haben auch keine Body Lotion, Body Cream hier drin enthalten. Ein Puder wäre vielleicht nicht verkehrt, so ein transparentes Puder oder so, ne? Aber wir gucken einfach mal, was uns hier erwarten wird. Und es ist etwas von Ultraviolet 50 SPF 50 Plus. Ein Queen Screen Luminizing Sunscreen. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist auf jeden Fall ein schönes Produkt, ne? Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Den fand ich sehr, sehr gut. Und ja, hier haben wir halt einen Lichtschutzfaktor in der Nummer 25 drin enthalten. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass es so ein Produkt ist, wo man sich jetzt an Heiligabend oder an Weihnachten mega freut. Ich weiß, dass es ein tolles Produkt ist und ich finde es auch richtig, richtig gut. Aber ich glaube, man schreit jetzt nicht ganz laut Hooray. Im Prinzip hast du hier einen Adventskalender, der wirklich voller Highlights eigentlich ist. Betrachtet man ihn sich halt so im Ganzen und überlegt man sich, dass man 288 Euro dafür bezahlt hat, fühlt man sich ganz gut eigentlich, ne, wenn man auch gute Produkte hier drin findet. Ich persönlich hätte mich halt gefreut, wenn wir in der 25 halt irgendwie oder in der 24 irgendwas BÄM gehabt hätten. Wir haben auch richtig tolle Produkte drin, worüber ich mich sehr freue, ist zum Beispiel hier diese Drunk Elephant Cream. Es sind ein paar viele Serien drin enthalten, also man hätte den Adventskalender auch noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, indem man vielleicht ein Serum durch eine Body Lotion oder Body Cream mal ersetzt. Ansonsten haben wir hier schöne Sachen drin, sodass man auch fast ein Fullface zusammen kriegt. Aber das ist ja nur meine Meinung. Wie ist denn eure? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.